Hi, ich bin Torben und ich begleite euch heute in die zweite Woche. Und zwar 7 Wochen ohne. Und ich habe mir ein Thema rausgesucht, was mich selbst einigermaßen stark betrifft. Und zwar einfach mal den Mut nehmen, etwas Neues anzufangen. Also die Angst abzulegen und aus seiner Komfortzone hinaus. Einfach mal die Freiheit zu nehmen, sich die Freiheit zu nehmen und einfach mal das machen, was nicht alltäglich ist und wovor man vielleicht auch ein bisschen Angst und Respekt hat. In meinem Fall war es, als ich studiert habe, da musste ich aus meiner Komfortzone raus. Ich habe alle Familie, Freunde hier in Wilhelmshaven gelassen und bin dann nach Hannover gezogen, um zu studieren. Ja, also im Endeffekt, ich musste halt aus meiner Komfortzone raus. Ne? Ich hatte niemanden, ich hatte keine Wohnung, ich hatte nichts. Ich musste mir alles neu aufbauen. Jetzt habe ich mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung. Natürlich auch Arbeit nebenbei, dann Freunde habe ich auch gefunden. Aber ich muss sagen, manche Personen haben mir sehr geholfen. Zum Beispiel meine bessere Hälfte, meine Freundin, die hat mich sehr unterstützt in dem, was ich tue und in dem, was ich gemacht habe. Auch wenn es manchmal schwierig ist, aus seiner Komfortzone herauszutreten, etwas Neues zu machen, einfach geradeaus durch, auf gut Deutsch gesagt, ins kalte Wasser zu springen. Ist zwar schwierig im ersten Moment, aber irgendwann muss man den Schritt wagen. Irgendwann muss man was Neues erleben. Und auch wenn es schwierig ist, aus dem Grund, ich bin natürlich auch am Wasser. Und ich weiß nicht, ich war noch nicht direkt im Wasser. Aber es ist bestimmt kalt. Aber ich möchte mal ins kalte Wasser springen. Auf gut Deutsch gesagt, wie schon gesagt, ins kalte Wasser springen, einen Neuanfang wagen. Und dementsprechend mache ich es auch mal. Ne? Ich habe mir eine kleine Badehose eingepackt. Und wie gesagt, dann springe ich einfach mal ins kalte Wasser. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen helfen, dass man irgendwie mal etwas Neues versucht, was Neues anfängt. Und ja, wie gesagt, einfach mal ins kalte Wasser zu springen. So.